Wenn in den finnischen Wäldern mal wieder die Holzernte ansteht, rücken nur noch selten Forstarbeiter mit der Säge aus. Immer öfter übernehmen diese Aufgaben riesige Holzerntemaschinen, die sogenannten Harvester. Hier zu sehen ein Harvester von John Darrell. Vorne sieht man das sogenannte Aggregat. Der Baum wird durch das Aggregat durchgezogen und dann mit der Säge abgetrennt. Da der Harvester hier auch an steilen Hängen zugange ist, wurden schwere Stahlketten aufgezogen. Das verhindert das Verrutschen im Gelände. Soll ein Baum gefällt werden, fährt der Fahrer ganz dicht heran und die Greifarme schnappen sich den Baum, halten ihn fest und die Säge trennt ihn ab. Ist der Baum gefällt, ziehen die Vorschubwalzen den Baum durch das Aggregat. Der Fahrer hat vom Cockpit aus sozusagen jeden Arbeitsschritt im Griff. Wie bei einem Computerspiel steuert er den Harvester mit zwei Joysticks. Der Fahrer hat eine gute Rundumsicht um seinen Arbeitsbereich herum. Das, was er nicht sieht, zeigt ihm ein Kontrollbildschirm. Zum Beispiel, dass ein Baum, hier in diesem Beispiel eine Fichte, auf ein gewünschtes Maß geschnitten wird. Wenn das Wetter mitspielt, verarbeitet so ein Fahrer ungefähr 100 Festmeter Holz. Das entspricht etwa 200 Bäumen.